jemand den Nachmieter gesucht in Schwamendingen. Und dann habe ich so ein bisschen gefunden, ja, Schwamendingen ist jetzt vielleicht nicht gerade das Quartier, wo ich unbedingt jetzt hin will. Und als ich das Häuschen das erste Mal gesehen habe, habe ich genau gewusst, das muss ich haben. Das Häuschen, das will ich. Schwamendingen waren die Wohnungen billig, ja. Und man hat vor allem einen bekommen. Also ich muss sagen, ich war sofort da daheim gewesen. Ich bin hier geboren, dann war ich in Sri Lanka ein paar Jahre, ich bin dort in die Schule. Dann haben wir gesehen, dass es nicht so gut klappt mit der Bildung und so, und dann sind wir wieder zurückgekommen. In meinem Freundeskreis, der vielleicht ein bisschen snobistisch angehaucht war, war natürlich schon mal Dinge gar nichts. Und am Schluss war ich doch 23 Jahre da. Schwamendingen hat ein extrem starkes soziales Netz und die Schwamendinger sind gerne in Schwamendingen. Und die haben nicht das Gefühl, dass ihr Quartier ein schlechtes Image hat, haben aber glaube ich, auch ein bisschen Angst, dass es zu gutes Image bekommen könnte. Wir sind hier als Familie angezügelt und haben jetzt immer mit Leuten hier gewohnt. Also immer so ein bisschen wegemässig, weil hier zu wohnen hat bedeutet sehr viel Freiheit. Ja, und jetzt sind es etwa genau 30 Jahre. Das war mein Urgroßvater, der auf Schwamendingen kam, von Bärenswil. Und er war auch noch Totengräber im Nebenamt. Und hat dann mein Großvater damals erzählt, dass er nach 25 Jahren die Leute noch kennt, wenn er eine Ausgabe hat. Weil es einfach so ein mooriger Boden war, oder? Ich bin schon mit 10, 11 habe ich schon Schwamendingen umgechillt mit Schwamendinger Leuten. Und eben dann, ein paar Jahre später, bin ich selber da gezögert. Ich fand es wunderschön, das Bächli vor der Tür im Grünen am Waldrand mit Kindern. Super. Und das hat sich eigentlich auch genau so bewährt, wie wir uns das vorgestellt haben, weil ich einfach die Tür auflassen kann und sie da selber die Welt erkunden, soweit sie sich getrauen. Schwamendingen ist sicher eine Gartenstadt. Ich glaube, es ist auch immer noch eine Gartenstadt, aber es ist nicht selbstverständlich, dass es eine Gartenstadt bleibt. Ich bin in Schwamendingen geboren. Ich habe in Schwamendingen meine Ausbildung gemacht, mein Leben etabliert, meine Familie gegründet und bin heute als Pensionierter immer noch in Schwamendingen. Schwamendingen ist lebenswert. Schwamendingen war bis in den 40er Jahren ein Bauerndorf. Durch die Industrialisierung und die zuziehenden Arbeiterfamilien hat es mehr Wohnraum in der Stadt Zürich gebraucht. Die Schwamendingen haben vor allem Genossenschaften fleissig gebaut und so nötigen und günstigen Wohnraum geschaffen. Zum Schwamendingen und seine Geschichte zu verstehen, fahren wir mit dem Architekten Michael Eidenbenz durchs Quartier. Die erste Station ist die Bocklerstrasse. Also wir sind hier jetzt an der Bocklerstrasse, auf der Bocklerstrasse im ehemaligen Dorfkern von Schwamendingen. Schwamendingen war ein Bauerndorf. Und wir sehen hier noch am besten eigentlich die Strukturen, wie sie früher waren und wie sie sich jetzt auch noch erhalten haben. Also was spannend eben ist, dass man sieht, dass die Gebäude die stehen nicht alle in einer Flucht, sondern sind alle so ein bisschen leicht versetzt und auch leicht abgedreht und haben dadurch auch immer so ein leichtes Vorplätzchen, wo man auch für Sachen brauchen kann, um Sachen anzustellen. Oder früher hat es dann dort häufig auch Brunnen gehabt, die gestanden sind, für Kühe zu tränken. Und das ist jetzt vielleicht nicht so der zentralste Teil von Schwamendingen, von dem ehemaligen Bauerndorf, sondern eher so eine Nebenstrasse. Aber in dieser Art und Weise kann man sich auch vorstellen, ist es weit unten hat es auch ausgesehen an der Winterthurstrasse und gegen den Hirschen zu. Der Hirschen heute heisst Schwamendingerplatz, früher war das der Hirschen. Und
Man muss sich vorstellen, es ist eigentlich, es sind nicht Strassen, die zwischen diesen Häusern durchgeführt haben, sondern es sind eher wie offene Plätze gewesen, wo natürlich auch Fuhrwerke durchgefahren sind, weil Schwamendingen war geprägt, einerseits eben als Bauerdorf, aber andererseits war es eben auch das Tor zu der Stadt Zürich. Also es war eigentlich immer schon geprägt durch den Durchgangsverkehr. Aber der Verkehr war nicht so massiv natürlich wie heutzutage, sondern die Strassenräume oder Plätze eben zwischen den Häusern, die sind wie offener gewesen. Es ist, man muss sich vorstellen, der Bodenbelag, der ist auch nicht asphaltiert gewesen und in einem Guss, sondern dort hat man Kies gehabt, teilweise ist es ein bisschen pflastert gewesen. Das ist total heterogen gewesen. Und auch da haben wir früher den Bucklebach gehabt, wo da durchgegangen ist und auch noch heute regelmäßig, also alle 10 Jahre hat es da immer massiv Wasser und führt ab und zu oder früher einmal amigs zu Überschwemmungen bis aben an Schwamendinger Platz. Gut, wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz bei der Glassammelstelle mitten an der Winterthurstrasse. Hier ist früher auch ein grosses altes Bauernhaus gestanden, das Benzenhaus, das dann aber im Weg war, wo man die Strassenführung begradigt hat. Die Strassenführung kommt eigentlich so aus der Nachkriegszeit. Hat Alfred Steiner mit dem Steinerplan die Neuplanung von dem Bauerdorf, dem Schwamendingen, das sich nachher auch weiter raus in die Auenlandschaft erweitert hat, hat der Alfred Steiner den Bebauungsplan gemacht. Und man sieht jetzt hier, die Strassenführung, die ist gerade. Und nach wie vor haben wir aber hier gewisse Häuser, die abgewinkelt sind, wo man nachher eben die Plätzchen hat, die Vorplätzchen. Oder eben Häuser, die ins Trottoir hineinschauen, oder? Weil die Strasse ist dann halt breiter konzipiert worden oder geplant worden, als dass sie effektiv Platz hatte. Man muss sich vorstellen, der ursprüngliche Strassenraum, der ist ein bisschen wie geschlängelt hier durch die Häuser durchgegangen. Einer der letzten Bauern in Schwamendingen ist der 26-jährige Fabian Klöti. Schon seinem Grossvater haben den Hof und das Land gehört. Er und seine Familie bewirtschaften 25 Hektar. Neben Geissen, Kühen, Hühner und Ross hat sich der junge Bauer auf Tafelobst spezialisiert. Obst hat eigentlich schon mein Grossvater damit angefangen. Da hat man Hochstammbäume einfach gehabt. Und heute hat man ja jetzt, wie man da sieht, Niederstammanlagen. Und das ist eigentlich schon von früher ist da eigentlich immer mit Obst hat man hantiert. Und darum hat man dann das weiterentwickelt und eben mit Hagelnetz und alles im grossen Stil dann gemacht. Ja. Das ländliche Schwamendingen hat sich gut geeignet zum Bauern. Das hat sich in den letzten 50 Jahren verändert. Rentiert das Bauern noch in einer Stadt wie Zürich? Ich habe jetzt mit dem Gedanken nie gerechnet, dass es überhaupt Sinn macht oder nicht. Ich meine, eben, ich habe jetzt den Betrieb übernommen und es wird schon immer je länger, je mehr spitziger. Also, dass man wirklich muss schauen muss, ja, wie verdiene ich mein Geld mit Bauern, oder? Und da muss man halt wirklich immer auch neue Ideen haben, neues Ausdenken und ja. Der Hofladen von der Familie Klöti ist im Quartier sehr beliebt. Schwamendingen ist ein Mix aus Stadt und Land. Das Wort Stadt, das ist halt so, man denkt man immer gerade Stadt Zürich, oder? Überall Blöcke und Beton und alles. Wir sind da halt eigentlich auf eine Art im Kuchen, aber doch irgendwie außerhalb, weil ich meine gerade Stadtrand da jetzt Stettbach, oder? Dort bist du dann eigentlich schon eher wieder ganz richtig Stadtnähe, oder? Und da ist halt der Fleck gerade noch 2 Kilometer davon weg, ist halt noch ein bisschen grün, oder? Also für mich ist das jetzt eigentlich normal halt. Ich bin so aufgewachsen, oder? Das Besondere ist, dass der Bauernhof gerade neben den Wohnhäusern steht. Wir haben ja jetzt eigentlich gerade beim Stall zu Wohnhäuser und die Häuser sind ja nachher gebaut worden, oder? Und wir haben jetzt auch geschaut, dass wir ein gutes Verhältnis mit diesen Leuten haben und man schaut schon, dass man jetzt nicht am Samstag noch Gülle führt, vielleicht am Freitag noch oder Freitagmorgen oder auch nicht gerade Freitagabend noch. Da muss man dann halt schon ein bisschen schauen, ja.
Der Fabian Klöti ist ein junger Landwirt, der die lange Tradition des Bauern weiterführt. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Klar, auch wenn ich jetzt schon die vierte Generation bin, ist es schön, kann ich das weiterführen. Und natürlich auch für meinen Vater und so. Wenn es jetzt mein Sohn nicht weiter oder meine Tochter nicht weiter will, dann ist es so, dann akzeptiere ich das auch, weil ich sage immer, man muss jemanden nicht zwingen, wenn er es nicht machen will. Weil da muss man schon mit Herzblut dahinter sein. Ja. Ende 50er Jahre war Schwamendingen gebaut und bewohnt. In den 60er Jahren haben rund 35'000 Menschen in Schwamendingen gewohnt. Und in den 70er Jahren haben die Zahlen angefangen retour gehen und sich bei 28'000 Bewohnern eingependelt. Die meisten Bewohner haben zu der ersten Generation von Arbeiterfamilien gehört. Nach dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg da hat es in der Stadt Zürich einen Haufen Arbeitsplätze gehabt, aber keine Arbeiter. Und so hat man dann Genossenschaften, mindestens hier im Kanton Zürich, entwickelt. Und die haben sich dann etabliert. Und weil damals noch außerhalb der Stadt Zürich, hier in Schwamendingen, das Land günstiger war und eben noch unbebaut und zum Teil gar nicht erschlossen, hat man dann entschieden, dass hier für Genossenschaften eigentlich ein guter Ort kann sein. Damals hat es einfach geheißen, also auf Schwamendingen gehen wir nicht, wir sind kein Sozialfeld. Man hat quasi den sozialen Wohnungsbau damals mit Sozialfeld gleichgestellt, was überhaupt nicht gestimmt hat. Es hat einfach ein Publikum angezogen, das ein kleineres Einkommen hat. Und das hat irgendwie das Image gemacht. In Schwamendingen waren vornehmlich die, die es nicht geschafft haben, eine Karriere zu machen. Weil viele Genossenschaftsbauten und Wohnungen waren ja gekoppelt an das Einkommen. Und solange du relativ wenig verdient hast, bist du komfortabel durchgekommen in Schwamendingen, weil die Mietzinsen billig waren mit sozialem Geld, weil das Genossenschaftsbauten waren. Und sobald er eine Karriere gemacht hat, sind die Mieten aufgegangen. Und hat sich natürlich der eine oder andere, der da ein bisschen tüchtig war, gesagt, ja, also für das gleiche Geld bekomme ich in Hönk oder im Seefeld oder wo immer das. Ein bisschen mehr Gegenwert und vor allem auch Prestige. Und die sind dann weggezogen. Und quasi als Folge sind die geblieben, die vielleicht nicht so einen grossen Einkommenssprung gemacht haben. Eben, der Arbeitsplatz in der Stadt Zürich nahe, der Wohnraum in der Stadt Zürich teuer. Und darum ist man dann über den Berg, also aus Sicht von der Stadt Zürich, über den Milchbock. Und alles, was hinter dem Milchbock war, das war damals eigentlich der Stadtregierung ein bisschen gleich. Dann hat man gesagt, da aussen können die wohnen, die Arbeiter. Oder? Meine Behauptung geht dahin, dass eben den Schwamendingen stigmatisiert worden ist, eigentlich durch eine gute Idee, soziale Idee, dass es eben sozialen Wohnungsbau gibt, führt aber mit der Zeit dazu, dass es eben auch ein Stigma wird, also ein Anhängsel, das man nicht unbedingt will, weil dadurch ist das Schwamendingen auch nicht so durchmischt, wie man will. Und es zieht für die an, die eben wenig verdienen und die, die mehr verdienen. Und für eine gute Durchmischung von einem Stadtteil ist ja, sind ja alle nötig. Ne? Man kann nicht einfach ein armes Viertel haben. Heute stehen noch ein paar von den typischen Genossenschaftshäusern, die nach dem Steinerplan gebaut worden sind. Wir machen Halt an der Altwiesenstrasse. Meistens sind das dreigeschossige Gebäude. Da sind jetzt Gebäude, die auch also in den 80er Jahren mal noch instand gesetzt worden sind. Was ich aber vor allem interessant finde, ist eigentlich dann die Gebäude, wo nicht alle in die gleiche Richtung stehen. Man kann nicht sagen, es seien die Zielbauten der Straße entlang oder parallel der Straße entlang, sondern die sind alle so ein bisschen windmühlenartig eigentlich angeordnet. Und dann gibt es so solche Stellen wie jetzt hier, so quasi offene Innenhöfe, die dann eben auch besetzt können werden irgendwie mit einem Ping-Pong-Tisch oder mit anderen Sachen. Und dann eigentlich ähnliche Freiräume erlauben, wie wir es vorher gesehen haben in dem ehemaligen
Dorfkern von Schwamendingen. Was auch sehr schön ist an diesen Aussenräumen, ist, dass in den 70 Jahren, die jetzt eigentlich bestehen, langsam dann eben auch ein sehr schöner Baumbestand gewachsen ist. Also häufig haben wir sehr schöne, grosse, alte Bäume, die auch eine zusätzliche Qualität sind natürlich für die Räume. Das sind genau jetzt eigentlich die Strukturen aus den 50er Jahren von Schwamendingen, die nach und nach verschwinden, weil sie deutlich unternutzt sind nach der heutigen Bauvorschriften. Könnte man da viel mehr bauen und das wird auch nach und nach gemacht. Der ganze Hass sammelt sich an, an dem Punkt, wo du ganz allein im Leben stehst. Vielleicht heute oder in ein paar Jahren bricht es aus und wir gehen alle kaputt. Das alles eigentlich nur zum Schutz, zu deinem Schutzbretten. Die heute 28-jährige Rapperin mit dem Künstlernamen Dara Dieb hat schon mit 13 das Quartier auch zum Inhalt von ihrem Text gemacht. Sie haben Eier, menschliche Würde ist stärker als Macht und Waffen. Du musst mit dem Kopf hoch sein wie eine Giraffe. Die Schwammendinge, du hast mich geprägt. Und ich habe viel von dir gelernt. Du hast mich stark gemacht und mutig. Und dafür habe ich dir auch meine Musik gewidmet. Die Politiker spielen auf der Erde den Gott. Dara Dieb hat schon sehr früh Gangster-Rap zelebriert. Das war in der Frauenszene ungewöhnlich. Schwamendingen hat dafür die ideale Kulisse gehabt. Also ich habe ja 8 Videoclips in einem Jahr rausgebracht, 2012. Und wirklich mehr als die Hälfte dieser Clips sind vor meinem Blog entstanden, dort, wo ich gewohnt habe. Ja, gemütlich, oder? Und die Leute sind auch immer dort angekommen. Und ja. Dort war einfach mein Leben, meine Haut. Die ganze Stadt ist es am Benutzen. Sie spielen mit uns wie Mädchen mit Puppen. Und ja, man hat immer wieder gehört, Schwamendingen sagen gewisse Jugendgruppen nicht unbedingt gerade harmlos unterwegs. Der Sinn vom Leben in dem Land. Ja, Schweiz ist Ghetto auf eine eigene Art. Ja, Schwamendingen hat immer so ein bisschen den Bad Ruf gehabt. Ein bisschen von der Haut, ein bisschen vom Ghetto. Und ja, tatsächlich, also ich erinnere mich noch, eben, als ich um die 10, 11 war, waren wir einmal dort am Schwamendingenplatz. Und es hatte wirklich Gruppierungen, also so gangmässig. Ich sage jetzt mal so verschiedene Jugendliche. Aber die meisten sind halt vom gleichen Land gekommen. Oder es hat so die Latino-Gruppe, die Albaner-Gruppe, die Afrikaner-Gruppe. Und dann hat es ab und zu Schlägereien gehabt. Sie haben Drogen verkauft. Einbrüche gemacht, Autos geknackt. Also schon krasser abgegangen früher als heutzutage. Aber jetzt, ich weiss nicht, ob die Jungen das jetzt auch machen. Aber ich weiss, dass sie sicher inspiriert sind vom Gangster-Rap. Wenn ich einmal irgendwie ÖV fahre, dann höre ich auch, was sie hören. Und sie hören immer noch Gangster-Rap, so wie wir früher auch. Kevin Kuvegu lebt mit seinen Eltern und 2 Geschwistern schon seit 20 Jahren in Schwamendingen. Seine Familie stammt ursprünglich aus Sri Lanka, arbeitet aber schon lange hier in der Schweiz und eigentlich haben sie irgendwann mal wieder zurückgewählt in ihr eigenes Land. Kevin ist eine Zeit lang auch in Sri Lanka in die Schule gegangen. Das hat aber nicht gut funktioniert. Und darum hat die Familie entschieden, in der Schweiz zu bleiben. Sie haben in Schwamendingen eine Genossenschaftswohnung bekommen, und die Schulen bei uns seien einfach besser gewesen. In unserer Klasse hat es 5 Schweizer gegeben und das war vom Schulhaus her die Klasse mit den meisten Schweizern. Und in anderen Klassen hat es Probleme gegeben. Oder? Und ich will jetzt nicht irgendwie angeben oder so, aber unsere Klasse hat als eine gute Klasse gezählt. Wir sind alle irgendwie gut dabei gewesen, ich weiß nicht wieso. es hat gut funktioniert bei uns. Wir haben uns alle sehr gut beeinflusst. Im Umfeld habe ich natürlich schon Probleme gesehen. Das schlechte Image von Schwamendingen hat sich auch bei Stellenbewerbungen negativ ausgewirkt. Das haben wir erst realisiert, so, wo wir in die Seko sind. Und dann heisst es, man muss eine Lehre suchen und sich bewerben. Und dort weiss man, wenn du Kopftuch hast, wenn du Herzli, Herzogenmühle, in die Schule gehst und Stettbach,
dann hat man weniger Chancen. Dann heisst es direkt, ja, die sind von Schwammeldingen. Und dann hat man halt weniger Chance reinzukommen. Man hat sich Mühe geben, man hat sich ein eigenes Image müssen schaffen, man hat sich das müssen erarbeiten. Aber ja. Der Kevin studiert an der ETH. Er will Bauingenieur werden. Neben dem Studium und Arbeiten ist es nicht ganz einfach, sich auch noch im Quartier zu engagieren. In der Kirche sind wir eigentlich immer am Aushelfen, wenn es möglich ist. Ich bin noch Student und arbeite noch nebenbei. Mein Bruder ist auch Student und er arbeitet noch nebenbei. Und jetzt für andere Aktivitäten hätten wir nicht wirklich Zeit. Aber ich wäre eigentlich interessiert, so irgendwie im Gemeinderat etwas zu machen oder so etwas. Also ich bin sehr politikinteressiert. Ja, also das sehen wir dann in der Zukunft, was ich dann mache. Der nächste Halt von Michael Leidenbenz führt am Kehlhof vorbei. Im Jahr 929 wird er zum ersten Mal in den Geschichtsbüchern erwähnt. Er ist also über 1000 Jahre alt, steht unter Denkmalschutz und ist noch heute bewohnt. Er liegt neben der Steppachstrasse. Wir sind auf der Steppachstrasse. Das ist, wenn man es genau nimmt, ist das eine Planungsleiche vom Steinerplan. Viele haben sich vielleicht auch schon gefragt, wieso die Strasse einfach da ins Nichts hineinführt. Es ist ursprünglich im Steinerplan ist so vorgesehen, dass die Strasse weitergeht bis der Pfüre in die Bocklerstrasse und dann dort hat es eine grosse Kreuzung mit der Friedrichstrasse. Und offenbar hat man nachher die Grundstücke nicht können aufkaufen, um die Strassenführung so weiterzumachen. Und das Schöne aber eigentlich daran ist, dass die Grosszügigkeit von dieser Strasse, die es eigentlich gar nicht braucht, um die paar Häuser dahinter zu schliessen, nutzen die Schwammendinger heutzutage, um ihre Schwammendinger-Kilbe zu feiern. Weil man kann eigentlich sagen, die Steppachstrasse ist wie ein langgezogener Platz, wo eben die Schwammendinger-Kilbe drauf stattfindet. Und braucht sie so in dieser Breite und in dieser Größe nicht. Das war ja wohl gar nichts. Mach mal die Flossen hoch, auf geht's, die Hände nach. Die Schwammendinger-Kilbe ist ganz anders als jedes Fest, das ich in der Stadt Zürich erlebt habe. Hier ist wirklich der Schwammendinger, der hier wohnt. Es sind eher eine kuriose, selbstgebastelte Spiele dabei. Neben dem üblichen Schaustellergewerbe natürlich auch, aber es hat so sehr Charmantes mit den ganzen Vereinen, die recht kreativ damit umgehen. Wir haben da Tausende, wenn nicht Zehntausende von Leuten angebracht, aus verschiedensten Kantonen. Aber es ist eine Manifestation von all diesen lebendigen Vereinen, die Schwammendingen aufführen. Das ist phänomenal. Wenn man irgendwo in der Stadt Zürich den Kreis Schwammendingen kennt, dann ist es allem voran natürlich wegen der Kilbe. Schwammendingen Platz. Nicht nur die Kilbe von Schwammendingen ist schweizweit bekannt worden. Auch das nicht gerade besonders gute Image des Stadtquartiers hat sich in den Köpfen festgesetzt und war immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Eigentlich hat fast jeder Schweizer eine Meinung zu Schwammendingen gehabt, auch wenn er selber noch gar nie da war. Man hat eher abwertend von armen Viertel, Vorstadt oder sogar Ghetto geredet. Mehr als einmal hat man mit Image-Workshops versucht, einem schlechten Ruf etwas entgegenzusetzen. Es war natürlich am Anfang sehr verschrien und so ein bisschen verpönt. Stadtrand und ja, mit dem Hagenholz, also mit der Kehritzverbrennungsanlage, mit den Autobahnen und so weiter und so fort. So ein bisschen eher die schlechter situierten Leute, die da gewohnt haben. Vielleicht eher ein bisschen Ausländer und so. Also Schwammendingen war verschrien, aber eigentlich, ich sage jetzt mal, trotzdem ein Rohdiamant. Schwammendingen hat einfach nicht so einen wahnsinnig guten Ruf gehabt in meinem Umfeld. Und ich bin eigentlich ein offener Typ. Ich habe gesagt, ja, also ich gehe jetzt das mal anschauen. Und wie gesagt, als ich das gesehen habe, habe ich mich also blitzartig verliebt. Und da war für mich das Thema Schwammendingen gar kein Thema mehr gewesen. Sagen wir, in der Hitparade der Zürcher Quartiere
ist es eher am Rand vorgekommen. Und das sind ja ganz feine Einschätzungen. Das ist nicht statistisch feststellbar. Es hat ja nie mehr Kriminalität gegeben in Schwammerdingen als im Zürcher Durchschnitt. Es ist nicht so, dass Schwammerdingen objektiv ein schwieriges Quartier war. Es war eher in den Köpfen der Leute manifest. Schwammerdingen ist natürlich eindeutig so ein Fall. Da kommen wir hier raus. Zum Teil das erste Mal in ihrem Leben. Oder? Da kommen sie noch mit einem U-Bahn-Feeling. Dann sind sie da und sehen, glauben nicht, was sie sehen. Da laufen die Leute so mit schlarpigen Trainerhosen und barfuß und hocken auf dem Schwammerdingenplatz umeinander. Aber es ist eben so, wie es vielleicht eher noch in einer Großstadt eben ist, Schwammerdingen, oder? Es ist nicht das Geschleckte und leicht Steifen und gut Geschnittene, wie es in der Stadt ist. Also vor 15 Jahren war Schwammerdingen noch der Ort, wo man sich ein bisschen darüber lustig gemacht hat und wo niemand wollte wohnen, der sich als Städter gefühlt hat. Und das hat sich ja stark verändert. Schwammerdingen ist viel auch neu gebaut worden. Es sind plötzlich neue Zielgruppen gekommen. Und heute ist Schwammerdingen teilweise fast ein Ort, wo man hingeht. Aber eben das, was nicht stattgefunden hat, ist, dass Schwammerdingen jetzt zum urbanen Stadtrand geworden ist. Also dass jetzt alle die sich als Städter fühlen, auf Schwammerdingen ziehen. Also das ist nicht passiert in Schwammerdingen, aber Schwammerdingen ist als Wohnquartier, also für Leute, die finden, ich möchte in der Stadt Zürich wohnen, aber muss eben nicht im Kuchen drin sein, sondern ich kann eben im durchgrünten Gartenstadtquartier sein. Für diese Zielgruppen ist Schwammerdingen eigentlich sehr attraktiv und das sind Leute aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Und von dem her finde ich, diese Durchmischung hat stattgefunden. Aber es sind eben nicht die urbanen Städter, die dort hinziehen, sondern es sind Leute, die das Wohnen, das Wohnquartier in der Stadt eigentlich suchen. Einmal im Monat findet die Bockler Bar statt. Da treffen sich Leute aus dem Quartier, die für die neue Generation von Schwammerdingen stehen. Ich war noch nicht so lange in Zürich und ich bin von New York gekommen und ich habe Zürich sehr kleinstädtisch empfunden und alle müssen genau gleich aussehen und so. Und als ich auf Schwammerdingen kam, habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so. Man kann wieder ein bisschen mehr aussehen, wie man will. Also ich gehöre ja auch ein bisschen zu der Generation, die auf Schwammerdingen kam, zu dieser Zeit. Ich denke, ja, wenn es coole Leute sind und auch etwas aufgebaut wird, etwas gemacht wird, dann denke ich, kommt da sicher Leben rein. Das glaube ich auf jeden Fall. Quartierbewohner machen sich Gedanken zu der Entwicklung und der Zukunft des Quartiers. Also ich erlebe es extrem. Jede Woche, wenn ich irgendwie Richtung Städtbach gehe, ist wieder das Baufeld leer geräumt. Und ich finde es erschreckend, muss ich sagen. Ich verstehe nicht, dass die Stadt muss verdichten muss, aber ich habe schon ziemlichen Respekt auch vor dem Schwall von neuen Leuten, wo ich denke, wie wir auch, die früher noch im 4, 5 gewohnt haben, Kind haben und etwas suchen, was können zahlen, was grösser ist. Ich denke, das wird das Klientel sein da, zwischen hier und Städtbach. Und das wird eine ziemliche Veränderung geben. Ich wünsche mir, dass es nicht allzu fest gentrifiziert wird, dass eben nicht passiert, und das passiert natürlich jetzt ein bisschen mit der Überbauung von der Autobahn, dass viele Leute haben müssen gehen oder gehen. Das finde ich extrem schade. Das finde ich auch nicht gut, wenn die Leute aus der Stadt gedrängt werden, weil sie die Wohnungen sich nicht mehr leisten können. Und die Gefahr besteht jetzt natürlich da in Schwammerdingen auch, also in den Aussenquartieren allgemein. Und das finde ich nicht in Ordnung so. Das sollte eigentlich nicht passieren. Die neue Familie mit ihren Kindern empfindet auch die multikulturelle Durchmischung im Quartier als einen Gewinn und eine Bereicherung. Ja, der Kindergarten, wenn ich da lese, da ist vielleicht von denen 10 Kind oder 12 Kind ein Schweizer Nachname dabei. Aber ich bin ja auch kein Schweiz und es gibt ganz viele gemischte Paare Schweiz von allen Nationen her. Und ich sehe das eigentlich auch als eine sehr große Bereicherung. Ich nehme das nicht mehr hier als sozial schwach oder ungebildet oder irgendwas wahr, sondern durchaus, aber durchmischt, und ich sehe drin was Positives.
In der Aussicht höre ich immer wieder, dass Schwammerdingen auch als sehr eine gute Gemeinschaft wahrgenommen wird. Ich höre immer wieder, dass sie sagen, wir sind schon ein bisschen eifersüchtig, weil wir sind sehr, sehr eng miteinander und beieinander. Und wir haben das zum Beispiel nicht in gewissen anderen Quartieren. Sophia van Markis ist Präsidentin des Gewerbevereins Schwammerdingen und betreibt das Gravur- und Beschriftungsgeschäft am Schwammerdinger Platz. Das Quartier ist mit einem Wohnanteil von 90% nicht gerade ein Hotspot in Sachen Gewerbe und Industrie. Es ist eine Art Witz, Gegenteil vom Zentrum von Zürich. Oder? In Schwammerdingen wird zu fast 100% gewohnt und fast nichts gearbeitet. Und im Zentrum von Zürich wird zu fast 100% gearbeitet und fast nicht gewohnt. Und das Gewerbe hat natürlich einen schweren Stand gehabt, auch schon von der Zonenordnung. Also es hat wenige Zonen gegeben, wo man auch Bürogebäude hätte können haben. Und so eine Werkhalle, die ist gerade geduldet gewesen, wie sie schon existiert hat, der Amag nicht, an der Überlandstrasse. Aber das Gewerbe hat es auch schwer gehabt. Schon aus von der Stadtplanung her, von der Zone her, ist es schwierig gewesen, in Schwammerdingen ein Gewerbe zu führen. Trotzdem geschäften verschiedene Unternehmen die Schwammerdingen. Ein Beispiel ist die Firma Flück AG, die seit dem Jahr 1947 hier im Quartier geschäftet. Flück AG hat Angebote im Bereich Holzbau, Hausbau und auch das Ganze, was mit Kranlogistik damit zu tun hat. Also Kranen, mobile Kranen, Lastwagenkranen, Transport. Schwammerdingen ist ein Wohnquartier, aber es bietet auch Unternehmen Vorteile. Es hat sicher eine gute Mietzinsen. Es hat, wie gesagt, viele Baugenossenschaften, die auch Gewerberäumlichkeiten usw. zur Verfügung gestellt, die zu einem guten Preis und sehr attraktiv ist. Und wie gesagt, die Anbindung an Dübendorf, an Wallisellen, rundherum, man ist nicht mittendrin, aber doch, es ist wie ein Angelpunkt von allen anderen, auch Quartieren und Städten rundherum. Im Quartierteil Hirzenbach sind in den 50er und 60er Jahren viele Genossenschaftshäuser gebaut worden. Ein paar von denen werden jetzt abgerissen und machen Platz für Erneuerungsbauten. Wir haben auch schon in den vergangenen 3 bis 4 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, häufig auch solche Stellen jetzt gesehen, wo in einem ganz grossen Mass bestehende alte Siedlungen aus den 50er Jahren, teilweise auch aus den 60er Jahren, abgerissen worden sind und jetzt eben verdichtet werden mit Gebäuden wie die hier. Da gibt es nochmal, glaube ich, 3 weitere solche Zielebauten, die dann da geschwungen den Hang drauf gehen. Und das setzt sich dann nach und nach weiter bis der Pfürre zum Schwammerdinger Platz. Und es ist eigentlich so, dass Schwammerdingen jetzt da hinten im Hirzenbach wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren vermutlich komplett neu gebaut. Also es gibt vermutlich das ein oder andere alte Gebäude, das noch bestehen bleibt, aber ein ganz grosser Teil wird erneuert. Und eben, es ist ein Bild, das wir uns daran gewöhnen werden. Es werden viele neue Leute hier hinziehen und das Quartier, so wie wir es jetzt erkannt haben oder jetzt auch gesehen haben, wird es dann nicht mehr gehen. Ich hoffe natürlich stark, dass die Qualitäten, die eben das Schwammerdingen ausmacht, die man immer auch hatte, in dem Kern, im alten Dorfkern, mit den bürgerlichen Strukturen und dann nachher später in der Gartenstadt aus den 50er Jahren oder dann auch im Hirzenbach, dass die Qualitäten, die eben auch so ein bisschen das Experimentieren, um es jetzt mal so zu sagen, in diesen Freiräumen zulässt, dass die Qualität nach wie vor erhalten bleibt, auch in einem Schwammerdingen in 20 und in 30 Jahren. Sicher ist, dass mit dem verdichteten Bauen mehr Wohnraum geschaffen wird und dass damit mehr neue Leute in Schwammerdingen wohnen. Seit wir auch die Erneuerungsbauten gemacht haben,
Das merkt man, oder? Dass jetzt einfach eine andere Klientel da sind. Und es sind nicht unbedingt Schweizer Kinder, was auch nicht wichtig ist, so, aber die einfach mehr einen deutschsprachigen Hintergrund haben. Also ich würde sagen, das Quartier ist offener geworden. Es ist mehr durchmischt. Es sind teilweise auch Leute gekommen, die eben besser, ich sage jetzt mal, besser gestellt sind, die jetzt früher noch nicht hierher gekommen wären. Ein Teil ist aber auch, dass langjährige Bewohner haben müssen gehen im Zuge der Gentrifizierung, die hier halt auch stattfindet. Ich habe teilweise auch mit denen geredet, durch meine Arbeit, durch meine Fotografie, weil ich auf die Baustelle bin, das schauen. Oder wenn sie müssen ausräumen und so, bin ich natürlich sehr oft in Kontakt gewesen. Teilweise haben sie mir dann auch erzählt, dass sie raus müssen, dass sie irgendwie noch weiter raus von der Stadt, dass die Mieten sehr teuer werden. Also ein neuer Teil ist gekommen und ein anderer Teil hat natürlich auch müssen gehen. Schwamendingen wird ja eigentlich ein Quartier werden, das ein bisschen aufsteigt in einem gewissen Sinn, weil es einfach A, in der Stadt vielleicht so lustig ist und B, weil es da aus Platz gibt und doch wahrscheinlich verhältnismäßig günstiger. Aber wenn ich sehe, was da geplant ist und was da auch schon umgesetzt ist zum Teil, muss man sagen, ja, das ist klar, dass da ganz andere Leute jetzt leben natürlich. Ja. Was sich auch verändert, sind Genossenschaftswohnungen. Sie werden moderner, aber auch teurer. Im Vergleich sind sie aber immer noch günstig. Also für ein Dreizimmer muss man ungefähr 1750 rechnen, auch bei den Genossenschaften. Und für eine Vierzimmerwohnung sicher noch mal 200 Franken mehr. Oder? Also es ist ein Unterschied, oder? Und das kann sich einfach nicht jeder leisten, obwohl sie nach wie vor günstig sind und natürlich auch viel luxuriöser. Also wert sind sie auf jeden Fall, aber es können sich einfach nicht mehr alle leisten, die vorher in den billigeren Wohnungen drin waren. Die Wichtigkeit der Genossenschaften im Quartier Schwamendingen, glaube ich, ist unheimlich gross und das macht auch die Qualität von Schwamendingen mit aus. Schwamendingen ist ein Bauerndorf, das in 34 eingemeindet ist, wie ganz Zürich Nord. Hat aber eine unterschiedliche Entwicklung, wie jetzt beispielsweise Affoltern oder Seebach gemacht. Und es wird heute sowohl von der Politik als auch von den Bewohnenden da von Schwamendingen wird anders wahrgenommen als andere Stadtquartiere. Der Kreis 12 bietet viel Verdichtungspotenzial. Das Konzept der Gartenstadt mit den vielen Grünflächen steht möglicherweise auf dem Spiel. Um attraktiv zu bleiben als Stadt oder auch als Stadtkreis, und darum meine ich, ist Schwamendingen attraktiv, ist eben Gartenstadt allgegenwärtig. Und es hat aber jetzt mit dem Verdichten durchaus Leute, die sagen, ja, aber jetzt könnt ihr euch dann langsam verabschieden von der Gartenstadt. Und das ist nicht zwingend erforderlich, dass man sich verabschieden muss. Vielleicht muss man Gartenstadt anders lesen. Gartenstadt, da gibt es jenste Definitionen, was jetzt das genau ist. Und auch wenn jetzt Schwamendingen nicht dem genauen Plan von einer Gartenstadt gefolgt ist, hat es doch in seiner Entwicklung die Qualitäten umgesetzt. Eben, man kann die Gartenstadt so auch mit Hochhäusern umsetzen, die dann ermöglichen, dass es viel Grün hat. Und man kann die sogenannte bodennähe Gartenstadt umsetzen, wo jeder sein eigenes Gärtchen hat. Und das ist es, aber eben die Frage, wie stark das es bleibt, ist eigentlich die Zukunftsfrage. Ja, ich denke, Schwamendingen muss sich nicht von der Gartenstadt verabschieden. Einige müssen aus den Köpfen verabschieden, dass Gartenstadt nicht Kleingartenstadt heisst. Also es geht nicht um den privaten Garten vorne und aussen oder ein Schrebergärtchen mit einem Wohnhaus hinten dran, sondern es geht um die Grünräume, um die üppigen Grünräume zwischen den Häusern. Und von diesem Charakter muss man sich nicht verabschieden, auch selbst wenn man in die Höhe baut. Aber, verabschieden oder Angst haben, dass die Gartenstadt verschwindet, muss man nicht.
Was in der nächsten Zukunft Schwamendingen definitiv verändert, ist die grosse Überbauung der Autobahn, die sogenannte Einhausung mit dem Überlandpark. In den 30er Jahren war die Gegend der Überlandstrasse noch ländlich. Aber es hat schon dort eine Tankstelle und eine Autowerkstatt gehabt. Ende 70er Jahre hat man dann den Autobahnzubringer gebaut, der Schwamendingen Mitte und Sadlen im 1980 getrennt hat. Im Quartier hat man jahrelang dafür gekämpft, dass der Missstand verschwindet und das Quartier wieder verbunden wird. Wir stehen hier über der Baustelle der Einhausung Schwamendingen, wo dann später dann mal der sogenannte Überlandpark soll drauf sein. Also eigentlich da, wo wir jetzt stehen, wäre dann der Park. Und das ist etwas, wo die Schwamendinger seit fast schon 50 Jahren eigentlich dafür kämpfen, dass der massive Durchgangsverkehr, der das eine Quartier Schwamendingen gespaltet hat, endlich mal wegkommt. Der kommt natürlich nicht weg, sondern ist dann da in dieser Box rein. Oben drauf hat man den Park. Aber was es sicher gibt, ist, dass es der Lärm, den man hat, dass der weg ist, dass man das nicht mehr hört. Und das führt zu einer enormen Aufwertung, natürlich da von der näheren, aber auch von der weiteren Umgebung. Und ist vermutlich auch mitverantwortlich für den ganzen Erneuerungsschub, der sich jetzt ausgelöst hat. Also man wird links und rechts wird eigentlich alles neu gebaut. Es fährt dort vorne an. Gewisse Siedlungen sind auch schon abgerissen worden für die Baustelleneinrichtung. Und zieht sich dann führen da eben bis zu der Amag und auf der anderen Seite desgleichen. Wird eigentlich alles neu gebaut. Schwamendingen wird also in den nächsten 15 bis 20 Jahren einmal mehr neu gebaut und eine grosse Veränderung erleben. In den nächsten Jahren sollen bis zu 15'000 Menschen mehr hier wohnen und leben. Da müssen wir jetzt eigentlich eher sagen, müssen wir kritisch gegenüber der Raumplanung sein, die von dem Kanton aus auf die Stadt runter ist und sagt, ihr müsst in Zürich-Nord 35'000 Leute bis 2040 oder wie viele es auch sind, hintun. Da stellt sich jetzt für mich eine konkrete Frage, wo wollen wir das hin tun? Und dass das Schwamendingen gravierend ändern wird, das ist für mich zweifelsohne so. Und ich bin nicht sicher, ob sich der Durchschnitts-Schwamendinger bewusst ist, was da auf ihn zukommt. Ich glaube, die grosse Befürchtung ist, dass genau die Qualität, genau wegen dem, wo man in Schwamendingen auch wohnt, dass man Angst hat oder dass die Bewohner Angst haben, dass es verloren geht. Und das ist die Frage der Durchgrünung. Es ist sehr grün, es ist sehr durchlässig, eben man kann es bezahlen. Und diese Angst die ist auch nicht unbegründet, weil teilweise sehr stark verdichtet werden und dann hat man Siedlungen, wo einfach nur noch Asphalt in den Zwischenräumen ist und nicht das Grün. Und das, finde ich, ist eine der grössten Herausforderungen. Und da muss die Stadt wirklich auch gut darauf schauen, dass das Thema der Durchgrünung bestehen bleibt. Und das andere, was ich finde, ist, man muss auch aufpassen, dass sich das Angebot nicht anfängt zu homogenisieren. Oder? Dass alle einfach die grossen Prügel quasi anstellen. Ich finde, die kleinen Siedlungsteile, die haben auch ihre Legitimität und die schaffen ja auch ein diverses Angebot. Und natürlich kann man sagen, die sind überholt, aber einen Teil davon kann man ja vielleicht auch behalten, damit es eben auch noch die Varianz im Angebot gibt. Und das ist ja auch etwas, was Schwamendingen auszeichnet, die grossen Gegensätze und Heterogenität. Man hat ja auch viele Hochhäuser und dann hat man die grösseren Siedlungen und die kleinen Sachen und genau das macht Qualität aus. Schwamendingen ist mittlerweile ein Stadtrangquartier und gehört genauso zur Stadt wie alles andere und wird jetzt natürlich einen gewaltigen Schub erleben. Oder? Also wenn das 24, 25 der Park mal da ist, ja, dann passiert schon einmal etwas mit dem Quartier. Es ist schon einer von den Orten, wo wir am meisten Bevölkerungswachstum erwarten bis 2040. Also, das ist nicht mehr schlecht, das ist nicht mehr Vorstadt, sondern das gehört jetzt wirklich zur Stadt. Schwamendingen hat sich vom ehemaligen Bauerndorf zum Stadtquartier entwickelt.
1971 ist Schwamendingen ein eigener Kreis geworden, der Kreis 12. Die Veränderung von Schwamendingen kann stellvertretend für viele andere Stadtquartiere gelesen werden. Die Ideen, was es genau braucht für ein lebenswertes Quartier, sind aber unterschiedlich. Die Strategie könnte auch sein, dass man irgendwie ein Glänzchen auf Schwamendingen bringt. Und das fände ich für die Stadtentwicklung genial. Also, dass man auch irgendwie tolle Architekten anbringt, oder? Herzog de Moron oder de Botta. Oder, also, dass es nicht nur ein Frauenhaus gibt für geschlagene Frauen, sondern ein Frauenhaus, das eine Universität ist, eine ausschliessliche Frauenuniversität. Das ist jetzt völlig aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist nicht das, was es muss sein. Aber einfach etwas, wo man dann auch wieder auffällt. Also ich würde mir wünschen, dass wir quasi wie ein bisschen mehr Quartierautonomie bekommen. Dass wir auch vielleicht Gelder könnten selber verwalten könnten, einsetzen könnten. Also das Mitspracherecht also vom Quartier, dass es wie nicht immer an den Finanzen hängt, oder, wo dann die ganze Stadt muss darüber abstimmen muss, sondern dass man vielleicht als Quartier autonom da auch etwas könnte machen. Was aus meiner Sicht enorm wichtig ist, dass man die verschiedenen Generationen weiterhin Wohnungsgrundlagen und Lebensgrundlagen bieten kann. Dass eben nicht ein Quartier überaltert und man dann plötzlich nur noch alte Leute hat. Ich hoffe, dass das Quartier wird noch mehr aufblühen wird. Also, dass eben neue Geschäfte kommen und mehr Einkaufsmöglichkeiten, mehr Restaurants, mehr Bars, vielleicht auch mal ein, zwei Clubs. Du hast ja immer bei so Veränderungsprozessen hast ja wirklich auch so Ecken, wo überhaupt nicht schön sind, oder was, aber wo du Angst hast, darum, dass sie werden verschwinden. Hast du die Angst vor, es könnte zu gut werden, oder? Wenn alles so geschleckert ist und neu und überall gleich und so. Und das hoffe ich schon, dass das nicht verschwindet. Also, dass es so langsam geht, dass gewisse Orte einfach ja, nicht überall am Verdichtungsdruck ausgesetzt sind und einfach so ein bisschen bleiben können. Das bin ich gespannt. Ich hoffe, dass es noch floriert. Ja, und das, meine, wo meine Kinder sind, weiß ich nicht. Die sind dann vielleicht nicht mehr die Schwamendingen. Aber es wird sicher nicht so das Arbeiterquartier sein, wie wir aufgewachsen sind, da hinter dem Hügel im Schatten. Oder? Ich glaube, das wird sich alles viel mehr angleichen an einen allgemeinen Trend. Weil Zürich einfach die Stadt ist, die eben relativ wichtig ist, also auf jeden Fall schweizweit. Also für mich ist das Quartier immer noch der Rohdiamant. Das ist noch nicht ganz entdeckt. Und das Gute am Rohdiamant ist ja, dass man seinen Wert nicht genau sieht. Es ist vielleicht noch so ein bisschen stumpf und so. Und ja, wir wissen nicht. Und das ist aber genau auch eigentlich der Vorteil, weil sonst würden ja alle da hinkommen und dann würde die Gentrifizierung sich viel schneller fortsetzen und dann würde es eigentlich die Stimmung wieder kaputt machen. Und ich hoffe eigentlich, dass Schwamendingen noch länger ein Rohdiamant bleibt für die ja, so ein bisschen unentdeckt und dass man dann immer wieder etwas Neues wieder entdecken kann. Thank you.